Stufenweises Wachstum von John Flavel. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Psalm 92, Vers 14. Es ist in der Tat wahr, dass Christus und sein Heilswerk beim ersten Akt der Rechtfertigung der Seele vollkommen und gänzlich zugeeignet wird. Zitat: Die Rechtfertigung als ein gegenseitiger Wechsel lässt in rechter Weise keine Stufen zu, sondern wird zusammen und gleichzeitig als ein einziger Akt vollendet. Doch wenn sie sichtbar wird, in der Empfindung und in den Auswirkungen, gibt es mehrere Stufen, sagt William Ames. Also wird diese Zueignung Christi für uns, was die Weisheit und Heiligung betrifft, nicht in einen einzelnen Akt vollendet, sondern vollzieht sich durch viele kleine Stufen bis zur wirklichen Vollendung. Und wenn man von uns auch wahrhaftig sagen kann, dass wir zu Christus kamen, als wir das erste Mal glaubten, kommt die Seele danach immer noch durch weitere Taten des Glaubens zu ihm. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. 1. Petrus 2, Vers 4. Das Partizip zeigt eine ständige Bewegung an, durch welche die Seele Boden gewinnt, immer näher und näher zu Christus kommt und weiter innerlich besser mit ihm vertraut wird. Die Erkenntnis Christi wächst in der Seele wie das Licht des Morgens, vom ersten Schein bis zum vollen Tag. Jede Gnadengabe des Geistes wächst, wenn nicht spürbar, dann doch reell. Denn in der Wahrnehmung gleicht das Wachstum in der Heiligung dem Wachstum der Pflanzen, bei denen wir erkennen, dass sie gewachsen sind und nicht, dass sie wachsen. Und wie sie in der Seele durch tiefe Veränderung der Gewohnheiten und mehr Bereitwilligkeit und Geistlichkeit in den Taten gedeiht, so nähren sich Christus und die Seele proportional zueinander innerlich und in den Auswirkungen immer mehr aneinander an, bis sie zum Schluss ganz und gar in der vollkommenen und völligen Freude Christi aufgeht.